Konstant. Konstantin. Bis bald. Willst du die Polizei herbrüllen? Bist du blöd? Wann soll ins Kreuz zupfen? Wieso kommst du erst jetzt? Weil sie ewig nicht abgegangen ist. Und warum bist du nicht vorher weg? Bin ich eh. Sie hat mich fast erwischt mit dem Essen für die. Warum? Du kennst sie nicht. Wenn die erst einmal anfängt zu fragen, dann hört sie nimmer auf. Von wegen Lärm. Gleich kommt dann an und fragt, wer da geschossen hat. Könnten einen ganzen Ochsen essen. War leider keiner im Kühlschrank. Haha! Ist klar, dass da keine braucht? Ich hab dir doch gesagt, dass sie keine kauft. Zähne! Du frisst aber auch nicht schlecht. Ich weiß auch nicht wieso. Aber da draußen könnt ihr ununterbrochen essen. Besonders in der Nacht. Da ist es am ärgsten. Den ganzen Sauerraum für mich abgerupft. So mein Brennnesseln hab ich gefressen! Schmeckt gar nicht so schlecht, aber staubtrocken. Schaut, dass du kein Esel bist. Disteln gab's noch genug. Selber Esel. Aber im Ernst. Kannst du keine Schokolade organisieren? Und was zum Trinken? Mein Hals ist schon ganz rau, so ausdauert bin ich. Ich hab kein Geld mehr. Verschiebt. So viel Taschengeld krieg ich nicht. Und am Konto ist auch nichts mehr. Ja, 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 rechnen wir's noch vor. Will ich einen Schuldschein schreiben? Mach ich. Brauchst du nur Papier mitbringen. Und einen Kugelschreiber. Ich, Konstantin Messner, schulde August Kara, 7 Brustsemmeln, 8 Käsebrote, 9 Bananen, eine Taschenlampe. Hör schon auf! Ist ja wahr. In der Nacht ist es am ärgsten. Die Scheinwerfer wecken dir auf. Und wenn du erst einmal wach bist, frierst du wie ein nasser Hund. Muss ganz schön unheimlich sein in der Nacht. Unheimlich? Ein unheimlicher Hunger kriege ich! Und unheimlich kalt wird. Lass mir dein Pullover da. Du. Du hast doch mindestens 10. Da geht doch noch einer nicht ab. Mir nicht. Aber ihr. Lass mal. Gar nicht so schlecht.
Sag, wie ist das jetzt mit dem Martin? Der gibt jetzt Ruhe. Kein Wunder. Die haben mir ganz schön verdroschen. Der weiß sicher noch nicht, dass ich nicht mehr komme. Gerade vorgestern habe ich ihn im Zentral gesehen. Mit der Cordula. Der Cordula? Blöde Kuh. Die glaubt auch, es interessiert irgendwen, wenn sie mit dem Arsch wackelt. Sag, wann willst du eigentlich abhauen? Bald. Na bald bist du mir los! So hab ich das nicht gemacht! Ja, sicher! Gege Scheißen! Ah. Leider ist nur, dass ich ohne meinen Pass weg bin. Ohne Pass komme ich nicht über die Grenze. Musst du unbedingt über die Grenze? Ja, sicher. Was soll ich denn da? Das ist vielleicht gut fürs Erste, weil keiner auf die Idee kommt, dass man so in der Nähe sein könnte. Aber für länger. Da bist du ja wahnsinnig! Du? Vielleicht tut's ihm eh schon leid. Wem? Dem? Dem tut höchstens leid, dass er mich nicht erschlagen hat. Na, am Freitag gegen 8:30 geh in die Wohnung. Sitzt er garantiert im Wirtshaus. Und hol ihm einen Boss. Nur die Müller darf ich nicht sein, die alte Tratschen. Wenn die ihm erzählt, dass ich da war, geht er womöglich da noch zur Polizei. Meinst du nicht, dass er schon längst dort war? Du bist ja schon eine ganze Woche weg. Der zur Polizei? Nie! Den haben sie viel zu oft mitgenommen, weil er besoffen randaliert hat. Na, freiwillig geht er nicht zur Polizei. Blöd wäre nur, wenn die Schule was unternimmt. Hat der Riesner was gesagt, weil ich nicht mehr da bin? Na? Es ist froh, dass er mich los ist. Beruht auf Gegenseitigkeit. Das kannst du ihm ruhig sagen. Au! Warum gehst du nicht zu deiner Großmutter? Deine Schwestern sind ja auch bei ihr. Und du hast gesagt... Gesagt habe ich viel. Weil ich nicht hingehe. Ich muss in Form bleiben. Sonst nehmen sie mich auf dem Schiff. Auf welchem Schiff? Auf irgendeinem. 12, 13. Kommt nur davon, dass du stark bist. Dann brauchst du nicht viel. 18, 19, 20. Nein. So eine Großmutter kann ich nicht. Wir haben es vor 2 Wochen in ein Heim gesteckt. Als im Hund vom Nachbarn das Futter weggefressen hat. Das ist überhaupt nicht zum Lachen. Übergeschnappt ist sie. Total verkalkt. Ist sie schon so alt? So alt. Sie hat einfach nicht erpackt. Was? Was weiß ich? Alles! Jetzt ist sie im neuen Haus. Und deine Schwestern? In einem anderen Heim! Aber da kriegt mich keiner hin, das sag ich dir, mich nicht! Ich hab mir halt gedacht. Wenn ich doch mit meinen Eltern red? Bist deppert? Ein paar Comics. Die kennst du eh schon alle. Aber ein Buch könnt ihr da bringen. Ein Buch. Ein Buch will er mir bringen. Ich muss jetzt gehen. Bist du jetzt sauer? Doch nicht deswegen. Ich hab morgen Englisch-Test. Ich muss noch Vokabeln lernen. Siehst, das bin ich wenigstens los. Deckenberg-Burg.
In der Garage müsste eine sein. Aber die stinkt sicher nach Öl. Komplett egal. Frische Luft habe ich ja genug da draußen. Hey, wenn's geht, komm ich nochmal und bring sie da. Aber was zum Essen? Tja, wenn ich nochmal weg kann. Du! Wie ist eigentlich das Spiel ausgegangen? Gegen die Realschule? 4-2. Für wen? Für die. Aber der Schiedsrichter, das war das Letzte, ehrlich. Der Much hat mir Hatzel gestellt, dass mich leider so hingeflaschelt hat. Da, schau! Meinst du, der Kerl hat einen Foul gepfiffen? Der Much ist überhaupt der Arsch. Und ein feiger Hund dazu. Gibt an wie sonst gleich was, aber wenn du ihm zeigst, wo es lang geht, sieht er einen Schwanz ein und rennt jaulend davon. Pass auf, so musst du es machen mit dem. Jetzt muss sie aber wirklich gehen. Halt die Wehr auf! Also! Hey! Gabi, trag die Kartons ins Lager. Ich habe noch einmal mit dem Architekten gesprochen. Wer hat eigentlich ja. Spielstadt mir? Er meint, es sei kein Problem, die tragende Mauer zu übersetzen. Wie hätten Sie wenigstens die größten Verkaufsflächen und könnten die verschiedenen Bereiche im Geschäft trennen? Eh klar, aber was das kostet? Sicher! Nur wenn wir es nicht tun, bleibt es eine halbe Lösung. Meinst du wirklich, dass wir das Risiko eingehen können? Also die letzten paar Tage war überhaupt nichts los. Was willst du denn daheim kommen? Irgendwas. Mir wird sowas einfallen. Ciao. Ciao. Also, ich habe noch einmal alles genau durchgerechnet. Wir können im Grunde nur entweder vergrößern oder gleich zusperren. Ja, hier, Clara. Danke, Herr Pfeilersleiter. Vielen Dank. Auf Wiederhören! Das war die Bank. Der Überbrückungskredit geht in Ordnung. Ich brauche nur noch unterschreiben. Schau, Doris, die denken sich doch auch was dabei. Oder glaubst du, die würden uns Kredit geben, wenn sie nicht ziemlich sicher wären, dass sie ihr Geld auch wiederbekommen? Die Banken haben sich auch schon geirrt. Schau dir doch die vielen Pleiten an. Tag, Frau Ingenieur. Tag. Grüß Gott, Herr Kara. Grüß Gott, Frau Kara. Heute brauche ich ganz was Besonderes. Eine Nichte von mir heiratet den Dr. Murbach, den Rechtsanwalt, wissen Sie? Kann man doch nicht irgendetwas schenken? Ja, Frau Ingenieur. Haben Sie an etwas Bestimmtes gedacht? Vielleicht ein Tischtuch? Gabi, die Damasttischtücher. Übrigens haben Sie schon gehört, der alte Rosbach liegt im Krankenhaus. Wenn ihr bloß wisst, was für eine Farbe. Dieses Design! Na! Etwas ganz Exquisites. Ja, es kann ruhig ein bisschen was kosten, wie gesagt. Ob ich vielleicht Handtücher nehme? Na, Handtücher kann man doch immer brauchen, oder? Gabi, die Velour-Garnituren. Die neuen? Selbstverständlich. Grüß Gott, Frau Ingenieur. Ja, schau, der August. Ja, bist du aber gewachsen. Wie geht's dir denn in der Schule? Danke, es geht ihm gut. Was gibt's, August? Mutti. Na, warte. Ich brauch... einen Kugelschreiber. Neben der Kasse liegen welche, nimm die einen. Dieses zarte Champagner passt zu jeder Wohnungseinrichtung. Da können Sie gar nicht fehlgehen. Ja, man ist ja nicht mehr so auf dem Laufenden, nicht? Und nachsagen, wenn wir sie auch nichts machen. Gabi, kannst du nicht aufpassen? Entschuldige, Gabi. Verzeihen Sie, Frau Ingenieur. Ja, die jungen Mädchen von heute, die haben halt ihre Gedanken immer woanders. Und sagen lassen sie sich schon gar nichts. Wenn ich denke, wie das bei ihrer Frau Schwiegermutter war, dabei kein lautes Wort.
hat ihre Frau Schwiegermutter auch gar nicht notwendig gehabt. Ein Blick von ihr hat genügt. Na! Altrosa hat man jetzt besonders gern. Ja, solche wie ihre Frau Schwiegermutter, die gibt's halt heute überhaupt nicht mehr. Gabi, was stehst du so herum? Ich hab dir doch gesagt, du sollst im Lager abstauben. Türkis! Haben Sie Handtücher in Türkis? Das war letztes Jahr. In den neuen Kollektionen ist überhaupt kein Türkis. Wollen Sie das Altrosa vielleicht bei Tageslicht sehen? Na, wissen Sie was? Hier überlegen wir das Ganze noch einmal. Vielleicht kaufe ich hier ein Kaffeeservice oder ein Vasen. Selbstverständlich, Frau Ingenieur. Auf Wiedersehen, Frau Ingenieur. Auf Wiedersehen. Einen recht schönen Gruß an Ihre Frau Schwiegermutter. Hab Sie schon lange nicht mehr gesehen, die Frau Schwiegermutter? Dank, dass die weg ist. Die wird am Ende nichts gekauft haben. Natürlich nicht! Gabi! Ja, Frau Schäfin? Die Handtücher! Gabi! Meinen Mantel! Gustl? Der August gefällt mir nicht. Der hat was. In dem Alter hat man immer was. Gabi, bist du endlich fertig? Er kommt mir so fahrig vor. Und blass. Wenn ich mich nicht beeile, mach die Bank zu. Schaust du denn so finster, Doris? Das fragst du noch. Hab ich dich erschreckt? Wie? Da! Und da! Und da! Hey, ich hab doch nicht Geburtstag! Eben! Und Weihnachten ist auch nicht! Ich hab gedacht, du bringst die Alte. Die ist doch neu. Die Alte war nicht da. Ich habe sie überall gesucht. Und wo ist die her? Ehrlich? Ehrlich gefladert. Was hast denn du glaubt? Vom Himmel gefallen ist sie nicht. Schau, schau, schau. Und das Cola? Du hast doch gesagt, du bist pleite. Hast du die Bank überfallen oder was? Nicht ganz. Magst du auch? Nein, ich muss ja dann daheim essen. Wenn ich nicht wieder genug in mich einstopp, ist für sie wieder der Teufel los. Du bist ja da, ein Kumpel. Ole! Caramba! Arriba, arriba! Muchachos! Ole! Dreißig! So viel Treu!
Veni, Vidi, Vici. Die Decken, die war schon mal zum Ausverkauf angeschrieben. Aber es hat sie keiner wollen. Schön ist ja nicht gerade. Hey, hey, hey! Beleidig meine Freundin nicht. Tiadam, 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 bam, bam. Tiadam, 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 bam, bam. Tiadam, tiadidam, paradam, paradam. Hör nicht auf den Trottel. Für mich bist du die Schönste auf der Welt. Wolfi, Wolfi, komm, 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 komm. Geh mal zum Hintern, Lager, raus. Komm, Wolfi. Ah, bist du verrückt? Muss ich sofort hinhauen? Heino, dein Wächter! Das weißt du, kann es längst spät sein. Hätten ja die Bullen sein können! Die hätten ein Blaulicht gehabt. Klugscheißer. Hast du nie gehört, dass man das Blaulicht auch abschalten kann? Manchmal, ich bin deppert, ha? Und wie kam? Komm, schön, Platz, Platz. Ist schon gut. Ja, ja. Ja, ist gut. Ja. Aber zum Essen bringen und für die Fladern, dazu bin ich gut genug. Trottel. Dir wäre es ja vielleicht egal. Ich war ja auch gut genug, weil er braucht, dass er der Hilfe gegen Martin. Da warst du wurscht, ob mein Alter sauft oder nicht. Das ist mir jetzt noch wurscht. Von mir aus kann der Alter... Für die ist er mein Vater. Verstanden? Oder glaubst du, bist was Besseres? Ist sowas Besseres? Ja, sicher, du hast gesagt, für mich weiß ich gar nicht, wenn ich flader. Auf so ein feines Bube wie du. Voll Arsch! Oh. Pfui! August! So spricht man nicht. Die linke höher und abdecken. Da ist noch Platz. Im Sommer hätte ich abhauen müssen. Da hätte es dort hinten Brombeeren gegeben. Wären die nicht erst im September reif? Vielleicht werde ich doch nicht Schiffsjunge. Ich verstecke mich lieber auf dem Schiff und gehe direkt nach Amerika. Nach New York zum Beispiel. Dort leben ganze Klicken einfach nur so für sich, in leerstehende Häuser und so. Und die scheren sich einen Dreck um die Erwachsenen und um die Polizei. Ja, und wie willst du die kennenlernen? Kein Problem. Im Park, in der U-Bahn, in der Fußgängerzone. Wer weiß, ob einer zu denen gehört? Das merkt man. Echt? Natürlich. Aber da muss doch dann Englisch reden. Sowieso. Na gut, ich war schlecht im Vierer in Englisch. Aber da drüben schert sich keiner drum, ob das blöde S anhängst oder nicht. Also kürzlich haben sie in die Nachrichten gesagt, dass Jugendliche in Amerika keine Arbeit kriegen. Und wer sagt denn, dass ich gleich eine Arbeit will? Was denn? Du musst einmal alles vermiesen. Du spinnst ja. Ja, ich spinn.
Sag's nur! Wenn einer aus so einer Familie kommt, ist auch kein Wunder, gell? Lass dich nicht ein mit so einem, der hat doch sicher auch Leute, ist doch klar. Aber wenn man raus will aus dem Loch, was tut's ihr dann? Schlagt's den Deckel zu und setzt euch drauf. Hau ab! Du kannst mal gestohlen bleiben, du! Und halt dich nicht für einen Helden, weil du bei deinen Eltern für mich gestohlen hast. Ich halt mich doch nicht für einen Helden. Und du bist gemein! Ja, ich bin gemein! Ja? Geh! Hau ab! Verschwind endlich! Du kannst einen anderen Trottel suchen! Du da! Bist da groß vorkommen, weil ich immer gewartet hab, wie der Blöde, dass man was zum Fressen bringt! Nein! Lüg nicht! Ich hab's doch gesehen. Jedes Mal, wenn man deine scheiß Schulbrote braucht hast. Wie der liebe Nikola. Am Anfang vielleicht. Da hat's Spaß gemacht. Aber jetzt schon lang nimmer. Du weißt nicht, wie es ist, wenn man immer aufpassen muss. Dich sieht doch alles. Ah, du glaubst vielleicht, dass da ist so ein Spaß. Na, drum meine ich doch. Warum gehst du nicht heim und probier's noch einmal? Du hast überhaupt nichts kapiert. Heim! Was du dir da vorstellst, so ist es nicht. Überhaupt nicht. Da hockt der Alte. Und zuerst haut er mich, weil ich nicht da war. Dann haut er mich, weil ich da bin. Und dann, damit ich nicht schlecht werde. Und wenn er genug gesoffen hat, heult er und sagt, ich bin ja das Einzige, was er noch hat und ich soll nur nicht so werden wie er. Und dann speibt er. Und wenn du zum Jugendamt gehst? Oder zur Fürsorge? Zur Fürsorge? Sonst noch was? Bitte um eine milde Gabe, arme Halbweise, bitte um eine milde Gabe. Bitte, 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 das könnt ihr verpassen! Vor 2 Jahren, da war sie eine Fürsorgerin bei uns, weil die Müllerin Anzeige gemacht hat. Damals sind die Kleinen zur Oma gekommen. Und mich wollte sie heim einrennen, die Fürsorgerin. Und nachher hat mir der Alte verprügelt wie noch nie, weil er dachte, ich hätte die Anzeige gemacht. Fürsorge. Ich brauch keine Fürsorge. Ich kann für mich selber sorgen. Ich geh nach Amerika. Ob's da passt oder nicht. Oder nach Kanada. Zu die Holzfäller. Ich bin ja nur froh, dass sie überhaupt einen Pass hat. Weil ich mich damals nach Italien auf ein Lager geschickt hat. Die Fürsorgerin. Eine lange Haare hat's gehabt. Bis daher. Schwarze. Also am Freitag hol ich mir einen Pass. Ich will. Irgendwas vorgeht bis zur Grenze. Und bis zur Grenze ist es heikel. Und daran schaffe ich es, das weiß ich. Aber irgendwer muss doch mit deinem Vater reden können. Reden! Und angenommen, sie sperren ihn ein. Glaubst du, das ändert was? Dann könnte die nicht mehr hauen. Ah, das meint mich doch nicht, wenn er mich haut. Glaubst du, das macht ihm Spaß? Na, halt doch auf dabei. Warum sagst du nichts? Was soll ich denn sagen? Wenn ich es davor sagen muss. Du bist wirklich sowas von blöd! August! Kannst du mal erklären, warum wir immer streiten müssen? Na? Hilft auch nichts. Was? Ich hab gedacht, wenn schon so alles verkehrt ist, müsste wieder richtig werden, wenn man selber am Kopf steht. Stimmt aber nicht. Leider. Mach dir doch keine Sorgen, Doris. Heiliger Strohsack! Die suchen mich sicher schon alle Leichen, Schauweiter! Er wird sich verspielt haben. Du weißt doch, wie Kinder sind. Er trifft meinen Freund. Welchen Freund? Ich
habe schon überall angerufen. Außerdem hat er keinen Freund. In dem Alter wechselt das schnell. Es ist fast 7:30. 7:08. Vielleicht ist sein Rad kaputt. Sein Rad steht in der Garage. Ich habe nachgeschaut. Erinnerst du dich, wie er fast 3 Stunden an der Straßenbaustelle zugesehen hat, wo die im Scheinwerfer nicht gearbeitet haben? Damals hat er 9! Sollten wir nicht doch besser die Polizei anrufen? Man liest ja heutzutage. Warten wir noch eine 30 Minuten, sonst machen wir uns womöglich noch lächerlich. Wie du an so etwas überhaupt nur denken kannst. Sag einmal, wo warst du? Weißt du überhaupt, wie spät es ist? Wo hast du wieder rumgetrieben? Ich hab nachdenken müssen. Darf man vielleicht fragen, worüber? Lass ihn jetzt, Gustl. Du siehst doch, wie erschöpft er ist. Der Bub kippt gleich rum. Hast du Hunger? Weißt du überhaupt, was du deiner Mutter angetan hast? Also ein Wissen solltest du wenigstens essen. Oder vielleicht einen heißen Kakao. Ich wollte nicht. Ich habe einfach nicht auf die Uhr geschaut. Aber es ist seit Stunden stockfinster. Na? Ja. Bist du sicher, dass du keinen Unsinn gemacht hast? Glaub mir, es ist besser, du sagst es gleich. So. Danke, dann gleich ins Bett. Und vergiss nicht aufs Zähneputzen. Ja. Nein. Gute Nacht. Irgendwas gefällt mir nicht. Du hast ihn da wieder in Schutz nehmen müssen. Ich hätte schon aus ihm rausgekriegt, was da ist. Konstantin, ich muss gleich wieder weg. Hey. Woher? Geschenk vom lieben Nikolaus. Du hast doch gesagt, du brauchst das Vorgeld. Das mit dem Nikolaus, ich hab das nicht so gemeint. Und die ganze Zeit da raus, da muss man ja verrückt werden. Eh, sowieso. Das habe ich doch saukalt heute Nacht. Und ich entdecken, weil ich glaube da vorne. Aber das merken die doch sicher. Kann ja nichts machen. Also, dann Freitag also, hole ich mir einen Pass und dann nichts wie weg. Also, heute Nachmittag wird sicher später werden, weil wir haben erst 2 Schulhaus und davor muss ich noch mal heim. Macht nichts. Ciao, da fehlt etwas. Danke. Gustl? Ja? Komm doch rein. Hast du 600 Schilling aus der Kasse genommen? Nein, wieso? Weil 600 Schilling fehlen. Wo ist die Gabel? Die wird sie zum Heimgehen fertig machen. Du glaubst du nicht sie. Wer sonst? Bist du sicher, dass du dich nicht verzählt hast? Also bitte zählen kann ich noch. Na, jeder irrt sich mal. Bitte zähl nach! Oder meinst du, eine, die so mit den Wimpern klimpert, die könnte nicht stehlen? Gabi! Ja, Frau Schäfin? Gabi, hast du Geld aus der Kasse genommen? Nein. Es fehlen aber 600 Schilling. Ich weiß nicht. Wer soll es denn sonst gewesen sein? Woher soll ich das wissen? Du wirst doch nicht etwa behaupten wollen, ich hätte das Geld genommen oder mein Mann. Nein. Siehst du, also, überleg noch einmal in Ruhe. Ich kann ja verstehen, dass man in deinem Alter manchmal meint, man müsste unbedingt dies oder jenes haben. Ich will auch gar nicht weiter wissen. Ich weiß nicht! Jetzt werd bitte nicht hysterisch. Ich weiß wirklich nicht! Also gut, Gabi, wenn du nicht den Mut hast, zuzugeben, was du getan hast, dann werde ich eben Anzeige erstatten müssen. Damit wird die Geschichte öffentlich, das ist dir doch wohl klar. Du kannst dir selbst ausrechnen, wie sich eine fristlose Kündigung auf deine Chancen auswirkt, einen neuen Arbeitsplatz zu finden. Aber ich hab's nicht getan. Ich hab's wirklich nicht getan. Bitte, glauben Sie mir doch. Ich würde dir ja gern glauben, aber wo ist dann das Geld? Gabriele, denk doch einmal genau nach. Da ist nicht nachzudenken, ich weiß nicht. Ehrlich. Also gut, Gabi, wenn du so verstockt bist, dann bleibt uns keine Wahl. Aber ich weiß nicht. Also gut, dann sag ich halt dir was. Na siehst du, du wirst noch einmal froh sein, dass du dich überwunden hast. Komm, Gabi, setz dich hin. Weißt du was? Du
gibst das Geld zurück und dann wollen wir die ganze Sache vergessen. Aber ich hab's doch nicht. Ich hab's nicht. Hör mal, Gabi, wir machen dir einen Vorschlag. Wir ziehen dir monatlich 100 Schilling ab, bis deine Schuld abbezahlt ist. 100 im Monat, das spürt sie doch kaum. Es geht ums Prinzip. Grüß dich, Vati. Servus, Mutti. Hallo, Gabi. Darf ich jetzt gehen? Ich versäume sonst meinen Bus. Geh nur. Gute Nacht. Gute Nacht, Herr Chef. Gute Nacht, Frau Chefin. Servus, August. Sie hätte wenigstens Danke sagen können. Ich bitte dich, Doris, es war ja doch alles furchtbar peinlich. Lass sie jetzt. Weil du sie auch immer in Schutz nehmen musst. Es ist kein Wunder, dass sie so frech ist. Wenn ich denke, was dein Vater gesagt hätte, wenn ich hier auf die Idee gekommen wäre. So wäre mir nicht im Traum eingefallen. Und nach dem Ventur, da habe ich einen Tausender extra gegeben. Sie hat auch genug Überstunden gemacht. Wenn sie nicht so aussehen würde, würdest du das nicht sagen. Was hat das damit zu tun? Wie soll sie überhaupt Respekt haben, wenn du mir dauernd in den Rücken fällst? Deine Mutter hätte sich das nie bieten lassen! Hast du nie etwas falsch gemacht? Jedenfalls habe ich nie gestohlen, obwohl ich oft genug nicht wusste, wie ich meine Strümpfe zahlen soll, die ich bei der Arbeit zerrissen habe. Leiter rauf, Leiter runter, Leiter rauf, Leiter runter! Und die Lehrlingsentschädigung damals, die war doch ein Witz! Du weißt genau, wie deine Mutter mich gehetzt hat. Aber mich hat keiner verteidigt, auch du nicht! Kann ich jetzt gehen? Kommt überhaupt nicht in Frage! Weißt du, wie spät es ist? Du gehst jetzt hinauf und ich komme gleich nach und prüfe dich noch ab. Aber ich muss... Nichts musst du! Endlich lernen musst du! Gestern habe ich seine Lehrerin auf der Post getroffen. Sie kann sich auch nicht erklären, wieso er in letzter Zeit so nachgelassen hat. Aber ich hab's versprochen. Wenn du nur deine Versprechungen uns gegenüber auch so ernst nehmen würdest. Du gehst hinauf und basta. Tu, was deine Mutter sagt. Hast du mich gehört? Wenn ich da wüsste, was in den Buben gefahren ist. Nimm's nicht so tragisch, er ist eben in der Pubertät. Nimm's nicht so tragisch, wenn ich das schon höre. Du nimmst eben alles viel zu leicht. Manchmal frage ich mich, wie das weitergehen soll. Aber Doris. Gustl, ich bemühe mich doch so, alles richtig zu machen. Ich weiß. Vielleicht bemühst du dich zu sehr. Ich muss mich mal umschauen. In Ordnung, Herr. Boutique Lorb, Inhaber August Kara. Konstantin! Geh komm, ich hab's eilig. Konstant! Bald! Na, spring schon! Was treibst du denn da?
Und was ist das? Eins kannst gleich vergessen. Abhauen kannst nicht. Und wenn's nichts angestellt hast, ist das auch gar nicht notwendig. Also, was ist das? Das ist mein Schulbrot. Weil mir die Mutti immer so viel mitgibt. Wieder einmal einer, der zu oft Kottern geschaut hat. Glaubst du wohl, du kannst uns für blöd verkaufen? Ich werde dir was sagen, Freunde. Das Essen hast du für den Konstantin Messner gebracht. Aber der braucht's jetzt nicht mehr. Der kriegt sein Frühstück heute von uns. Gehörst also zu seiner Bande? Wie viel seid's denn? Schau's gar nicht so aus. Aber da kann man sich täuschen, hm? Also, wie heißt du? Und sag nicht Franz Mayer, den Schmäh kennen wir schon. Kara. August! Kara heiß ich. Ja, da schau her. Da hast du ihm also die Decke gebracht. Na, da wird sich der Vater aber freuen. Und wer sind die anderen? Es gibt keine anderen. Hat der Messner auch behauptet. Und jetzt treffe ich dich da. So ein Zufall. Weißt was? Du kommst mit mir auf die Wachstube. Gib mir das Schultaschen. Na! Also! Siehst, das ist alles der Sporen können. Hoffentlich haben wir es alle. Lausbrunn da. Komm, Wolfe. Geh mal. Also, du hast den Konstantin Messner mit Essen versorgt? Ja. Seit wann? Seit 11 Tagen. Woher kennt ihr euch? Aus der Schule. Er ist aber älter als du. Wann ist er denn sitzen geblieben? Vergangenes Jahr. Wie habt ihr euch vorgestellt, dass es weitergehen wird? Ich? Irgendwelche Pläne müsst ihr doch gehabt haben. Er wollte nach Amerika. Und du? Ich? Wolltest mitfahren? Nein. Und die anderen? Es gibt keine anderen. Was weißt du von Konstantin Messners Diebstählen? Seinen Diebstählen? Sehr richtig, seinen Diebstählen. August, hör mir zu. Du kannst dem Konstantin nicht mehr helfen, indem du schweigst. Er hat bereits gestanden. Und es ist kein Räuber- und Gendarmspiel, das ist ernst. Und es ist sicher das Beste für dich, wenn du die Wahrheit sagst. Und zwar die ganze Wahrheit. Aber die Diebstähle, das war doch ich. Du? Ja. Und die Daunenjacke? Die. Ja, das war auch ich. August, Kara,
Ich bin ein äußerst geduldiger Mensch, aber langsam geht sogar mir die Geduld aus. Wir haben den Konstantin Messen auf frischer Tat ertappt. Dich haben wir seltsamerweise gar nicht gesehen. Sag, hast du Angst vor dem Konstantin? Hat er dich bedroht? Nein. Es ist kein Schand, Angst zu empfangen, der so viel älter und stärker ist. Ich hab keine Angst vor ihm. Wie alt bist du eigentlich? 15. Werd ich. Nimm ihn an, du kommst jetzt mit, weg mit deinen dreckigen Pfoten. Aua! Lass mal zu! Mach dein Auge auf! Komm, das ist besser! Jetzt reicht's mir! Klaus, mach du weiter! Und du willst mir einreden, du hast keine Angst gehabt vor dem! Bitte, ruf meine Eltern nicht an! Es gibt Gesetze in unserem Land, ich hab alles Vorschriften, an die wir uns zu halten haben. Du wirst sehen, es kostet nicht den Kopf. Wie ist eure Telefonnummer? Es ist nämlich 21 17 44. Herr Kara, persönlich? Hier Polizeikommissariat. Berger. Kein Grund zur Besorgnis, Herr Kara, aber ich würde Sie bitten, hierher zu kommen. Wenn sich das einrichten lässt. Es handelt sich um Ihren Sohn. Ja. Nein, kein Unfall. Er sitzt wohlbehalten da bei mir. Überhaupt nicht. Aber das lässt sich besser direkt besprechen. Sehr gut. Auf Wiedersehen. Mein Vater kommt gleich. Rotzbittende Elendige. Polizeikommissariat. Bitte? Reden Sie doch deutlicher. Welche Hausnummer? Ja, wir schicken gleich jemand vorbei. Bleiben Sie bei den Fahrzeugen. Verletzt hat es nicht gegeben? Ja, warum sagen Sie das nicht gleich? Ich bin gleich wieder da. Du machst jetzt keinen Unsinn mehr, oder? Zweite Tür links. Sie sehen nur ein richtiges Kind. Bitte, nehmen Sie Platz. Ich bin sicher, dass dieser Konstantin Messner Ihren Sohn erpresst hat. Trotzdem, ich muss schon sagen, ich bin erschüttert. Ich würde das Ganze an Ihrer Stelle nicht so tragisch nehmen.
Seine Strafe hat er bereits gehabt durch den Schrecken. Ach, ist das Ihre Decke? Ja. Na, die brauchen wir noch. Und die Möglichkeit einer weiteren Beeinflussung durch diesen Konstantin Messner ist ja nicht mehr gegeben. Zum Glück haben wir den rechtzeitig erwischt. Kommt aus ganz üblen Verhältnissen. Allerdings. Tja, dann will ich Sie nicht länger aufhalten. Bis die Hand, Frau. Wiederschauen, Herr Kara. August kann's heimgehen. Und was ist mit Konstantin? Um den macht ihr keine Sorgen. Der ist bei uns in den besten Händen. Auf Wiedersehen. Polizeikommissariat? Bitte? Ja. Ein Dieb! Mein eigener Sohn, ein Dieb! Heiße Gustl, das sind doch Leute! Bestiehlt seine eigenen Eltern! Ich dachte, ich höre nicht recht! Weißt du, wo du noch landen wirst? Antworte mir! Dein sauberer Freund sitzt schon im Untersuchungsgefängnis und du bist auf dem besten Weg dahin! Ich war zu viel im Laden! Jetzt fang nicht wieder mit deinen Selbstvorwürfen an! Hat ihm je etwas gefehlt? Hat dir je etwas gefehlt, frage ich dich! Nein! Du bist doch kein kleines Kind mehr. In deinem Alter habe ich schon jeden Nachmittag im Laden geholfen. Es sind doch so viele nette Buben in deiner Klasse, August. Warum hast du dir ausgerechnet diesen Konstantin ausgesucht? Sage mir, mit wem du umgehst, und ich sage dir, wer du bist. So kommen wir nicht weiter. Es ist dir doch klar, dass du den Schaden ersetzen musst. Als ob es darauf ankäme! Die Decke war mit 270 Schilling zum Ausverkauf angeschrieben. Und das ist bereits der Einkaufspreis. Ich habe kein Geld mehr. Willst du damit sagen, dass du alles für diesen Kerl da ausgegeben hast? Na, ich hätte nie gedacht, dass mein Sohn sich von solchen Elementen angezogen fühlen würde. August, du hast doch nicht etwas getan, womit dich dieser Messner erpresst hat. August, glaub mir, es ist besser, du sagst es uns. Und gleich, irgendwann kommt ja doch alles heraus. Wir wollen dir doch helfen. Dazu müssen wir aber die Wahrheit wissen. So war das nicht. Du brauchst doch keine Angst zu haben, es kann dir nichts passieren. Nur die Wahrheit musst du sagen. Sei doch nicht so stur! Ich weiß, es ist schwierig, über gewisse Dinge zu reden. Aber du wirst sehen, hinterher wirst du froh sein. Du kannst doch Vertrauen zu uns haben. Ist dir überhaupt klar, wie viele Väter ihren Söhnen in einer solchen Situation eine anständige Tracht Prügel verabreicht hätten? Ja. Hör doch auf, Gustl! Ach, lass mich doch zufrieden. Er hat mich gebraucht. Bist du sicher, dass da nichts war, womit er dich unter Druck setzen konnte? Na, dann eben nicht. Ich muss ins Geschäft. Jetzt ist Gabi schon über eine Stunde allein. Es ist zum Verzweifeln. Das Lehrmädchen stiehlt. Mein eigener Sohn stiehlt. Ich frag mich wirklich, wozu man sich den ganzen Tag plagt. Und nach Konstantin fragt keiner! August! Bitte, Mutti ruft dort an und fragt. Konstantin ist wirklich kein Umgang für dich. Du siehst doch, wohin diese Freundschaft geführt hat. Der Bub kommt aus ganz üblen Verhältnissen. Und deswegen muss er ins Gefängnis. Also hör einmal. Er muss ins Gefängnis, weil er gestohlen hat. Und ich? Habe ich nicht gestohlen? Etwas ganz anderes. Sag, an uns denkst du überhaupt nicht. August. August.
Warte, ich helfe dir. Warum? Warum nicht? Darum nicht. Nach der Prüfung wäre ich sowieso gegangen. Weißt schon, wohin? Das kann dir doch egal sein. Du. Gabi. August! So kannst du doch nicht gehen. Warum nicht? Das weißt du ganz genau. Da zieh ein weißes Hemd an und den Bläser. Der Bläser ist viel zu klein. Unsinn! Geh hinauf und zieh dich um und beeil dich. Was sollen die Kartons noch da? Der Schäfer hat gesagt, ich soll die warmen Nachthemden hinauftun. Hast du die Badeanzüge ausgepackt? Noch nicht. Kartons stehen mitten im Weg. Ich kann nicht alles gleichzeitig machen. In dem Ton redest du nicht mit mir! Soll ich jetzt hier fertig machen? Oder draußen auspacken? Ich hätte gedacht, du würdest dich ein bisschen bemühen. Ich kann mir ja bemühen, was ich will. Ihnen mache ich ja doch nichts recht. Jetzt hol ich meinen Mann! Gustl! Was ist denn los? Die machen mich doch wahnsinnig! Die? Ja, der August und die Gabi! Was gibt's da zu grinsen? Ich grinse nicht! Jetzt rein! Boris! Reg dich doch nicht auf! Du musst leicht reden! Worum geht's denn eigentlich? Gabi, pack die Badeanzüge aus. Im Lager. Ich halte diese Frechheit nicht mehr aus. Wie sie schon schaut. Und überhaupt. Du bist überanstrengt, Doris. Sag du überspannt! Glaubst du, ich merke nichts? Ich sehe doch, was du denkst! Leg mir nicht Sachen in den Mund. Du. Gustl. Ich habe solche Angst. Brauchst du nicht. Brauchst du wirklich nicht. Es kann doch nichts passieren. Wenn etwas in die Zeitung kommt, wenn deine Eltern davon erfahren, dann bin wieder ich schuld. Das interessiert doch die Zeitungen nicht. Das ist ein reiner Routinefall. Da kommt kein Journalist. Und der August ist nur Zeuge. Sicher. Aber ich habe so ein scheußliches Gefühl. Und die Gabi, also die schaut immer so. Macht sich lustig über mich, wirklich. Allein wie sie schon daherkommt. Wie sie sich herrichtet. Ich hätte gedacht, sie würde sich ein bisschen bemühen, wo wir ihr doch eine Chance gegeben haben. Aber sie wird immer frecher. Zufrieden? Müssen wir aber wirklich gehen. Gabriele? Ja, Herr Chef? Also, wir gehen jetzt auf ein Begräbnis. Hier ist der Schlüssel. Sperr mal halb eins zu, den Schlüssel wirfst du durch den Briefschlitz in die Wohnung. Ja, Herr Chef. Kann ich mich drauf verlassen? Ja, Herr Chef. Und wenn ich allein bin, brauchen Sie auch keine Angst zu haben, dass was wegkommt. Was willst du damit sagen? Nix. Jetzt reicht's! Du kannst am ersten gehen, aber bis dahin fährst du dich anständig! Ja, Herr Chef. Ich hätte wirklich ein bisschen mehr Dankbarkeit von dir erwartet. Ja, Herr Chef. Ach. Herr Karrenetter? Nein.
Frau K. auch nicht? Nein. Was, dann sind Sie allein da? Komm, ich lieber morgen. Sie können mir ja doch nicht helfen. Fehlt Ihnen was? Also ich muss schon sehr bitten. Um was? Ich werde dafür sorgen, dass Sie hinausfliegen. Das wird Ihnen schwer fallen. Küss die Hand, Freundchen Nöhr. Beehren Sie uns bald wieder, Freundchen Nöhr. Es war mir eine Freude, Freundchen Nöhr. Auf Wiedersehen, Sie blöde Kuh. Jetzt sind wir natürlich wieder viel zu früh dran. Also ich finde, es stinkt. Ach, nicht so laut. Na, ist doch wahr. Wo ist denn das überhaupt? Saal 22. Ach, da ist es ja. Kommt schon. Pünktlich anfangen? Will ich doch hoffen. Warten ist immer schrecklich. Beim Zahnarzt gibt es wenigstens Zeitschriften. Wird es nicht werden. Wenn ihr ins erste Verhör auf der Wachstube denkt. Hier ist es ganz anders, wirklich. August, setz dich hin. Vergiss nur nicht, laut und deutlich zu sprechen. Das macht einen guten Eindruck. Glaubst du? Ich könnte einen guten Eindruck machen? Aber sicher. Komm mir eh ganz verkleidet vor. Macht nichts. Außerdem, ist das meine schönste Krawatten und mein bestes Sakko, was du da anhast. Was die zwei schon alles erlebt haben. Hallo. Oha. Grüß Gott. Tag. Tag. Du? Ja? Werden die mir einsperren? Ach, hoffentlich. Ja. Aber wenn? Ich wette mit dir, um was du willst, dass sie dich nicht einsperren werden. Um die Krawatten? Um die Krawatten. Hoffentlich kommt mein Vater mit. Na, irgendwann wirst du ihn sehen müssen. Ich gehe aber nicht zu ihm zurück. Das muss da nicht. Kann dich keiner dazu zwingen. Ich muss aufs Klo. Bitte. Zweite Tür rechts.
Ich muss aufs Klo. Servus, Konstantin. Hallo. Wie geht's da? August! Komm, das sind wir. Sie werden später aufgerufen. Deutlich zu sprechen. Dann kann da überhaupt nichts passieren. Enid! Ich habe deine Krawatten. Das sieht ja ganz anders aus, als ich mir vorgestellt hatte. Den hat doch der Bewährungshelfer präpariert. Trotzdem! Also vor dem hätte ich als Bub auch Angst gehabt. Ich habe keine Angst vor ihm. Jetzt natürlich nicht. Hier kann er da ja nichts tun. Es ist keine Schande zuzugeben, dass man vor einem Angst hat, der fast 2 Jahre älter ist. Ich hab keine Angst. Als Zeuge musst du die Wahrheit sagen. Das ist das Einzige, worauf es ankommt. Ja! Kameradschaftlichkeit ist etwas sehr Schönes. Aber Gerechtigkeit ist noch wichtiger. Ja! Das dauert! Warum könnt ihr ihn nie zur richtigen Zeit bestellen? Schließlich haben wir seine Zeit ja nicht gestohlen. Gustl. Da ist doch wahr, kann von mir aus jeder hören. August, hör auf, mit den Knöcheln zu knacken. Da, nimm einen Traubenzucker. Du hast uns angelogen. Dass du sogar kein Vertrauen zu uns hast? Erzählst dem Richter, dass du uns Geld aus der Kasse gestohlen hast. Uns so bloßzustellen vor aller Öffentlichkeit. Ich kann es einfach nicht glauben. Ich kann es nicht glauben. Hast du denn gar nichts zu sagen? Dass dir dieser Kerl wichtiger ist als deine eigenen Eltern? Euch geht's ja gar nicht um mich!
Euch geht's nur mal einen Ruf. Und was mit Konstantin ist, das schert euch überhaupt nicht. Euer Scheißladen schert euch. So weit treibst du ein. Warum bist du denn nicht zu uns gekommen? Mit uns kann man doch reden. Kann man nicht. Ich hab's ja probiert. Immer wenn man mit euch reden will, müsst ihr die Steuern machen, oder was weiß ich. Ja, wir müssen die Steuererklärung machen. Und wir müssen Steuern zahlen. Und wir müssen eine ganze Menge Dinge tun, unter anderem, damit du ein Dach über dem Kopf hast. Und Konstantin? Du treibst einen Kult mit diesem Konstantin. Dabei weiß doch ziemlich eindeutig, dass er von dir gar nichts wissen will. Das ist nicht wahr. Deine eigenen Eltern bestohlen. Warum gibst du es denn nicht zu, dass du es aus Angst vor ihm getan hast? Weil es nicht wahr ist. Schrecklich war das. Der Vater, von dem aufgestanden ist und gesagt hat, das ist zu wenig, Herr Rat. Sie haben ihm zu wenig gegeben. Ich habe ihn eh geprügelt, bis mir die Hand wehgetan hat. Aber es hat alles nichts genützt. Dass es so etwas gibt. Man fragt sich, wie der Puppe so lange ausgehalten hat. Ach, der ist das gewöhnt. Meinst du wirklich, dass man sich an so etwas gewöhnt? Sicher. Der Mensch gewöhnt sich an alles. Der spürt das nicht mehr so wie unser einer. Woher willst du das wissen? Den Ton kannst du dir abschminken, und zwar sofort. Schau, August. Es ist doch für uns alle schwierig. Das Wichtigste ist, dass du weißt, was du falsch gemacht hast. Nicht nur er. Konstantin ist kein Held. Er hat gegen das Gesetz verstoßen und deshalb musste er bestraft werden. Das ist doch nur gerecht. Lass dich in Ruhe! Mit eurem Scheißrecht! Aber August... Ist es gerecht, wenn Konstantin zu 3 Monaten Gefängnis verurteilt wird? Weil er eine Daunenjacke gestohlen hat, aber sein Vater darf ihn ruhig verprügeln. Konstantin hat einmal ein blau geschlagenes Auge gehabt und hat behauptet, er ist in einen Lichtmast gerannt. Und beim Turnen hat er das Unterhemd nicht ausziehen wollen, damit man die Striemen auf seinem Rücken nicht sieht. Und der Vater geht einfach nach Hause. Und keiner sagt was. Und keiner tut was. Und das ist alles in Ordnung. Und euch interessiert es überhaupt nicht. Ihr reitet nur darauf herum, ob ich vor ihm Angst gehabt habe. Aber ob ich ihn im Stich gelassen habe, das ist euch egal. Hauptsache, er ist weg. Weil er kein Umgang für mich ist. August. August. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich es gut finde, wenn Kinder verprügelt werden. Selbstverständlich müssen Kindesmisshandlungen bestraft werden. Aber darum ist es doch gar nicht gegangen! Doch! Darum ist er weggelaufen. Und wenn er nicht hätte abhauen müssen, hätte er die Jacke nicht stehlen müssen. Moment. Stehlen müssen? Ja, so kann man das nun wirklich nicht sehen. Was hätte er denn tun sollen? Erfrieren? Wäre das lieber gewesen? Und... Wenn ich an dem Abend zu ihm gegangen wäre, statt daheim zu hocken, hätte ich ihm eine Jacke gebracht.
von uns. Merkwürdig ist das schon. Solange Konstantin nicht gestohlen hat, hat er auch niemanden gehabt. Außer ihm. Jetzt, weil er verurteilt ist, hat er plötzlich jemanden. Eine Bewährungshilfe. Vielleicht darf man die Gerechtigkeit nicht nur den Gerichten überlassen. Wenn sie dort anfängt und aufhört, kann sie am Ende gar keine sein. Was machen wir jetzt mit Gabi? Na, das Beste wird wohl sein, wir geben ihr bei der nächsten Gelegenheit eine Extrazulage. Also ich könnte mir vorstellen, dass es ihr lieber wäre, wir sagen ihr die Wahrheit. Ach. Sonst glaubt sie ja immer noch, dass wir sie für eine Diebin halten. Das geht wirklich nicht. Ich kann Ihnen meine Angestellten sagen, dass mein eigener Sohn... Na bitte, das erste Mal, dass ich zu spät ins Geschäft komme. Sowas ist mir meinem ganzen Leben noch nicht passiert. Du meine Güte, Gabi, wie siehst du denn aus? August! Ja? Bring ein Handtuch für die Gabi und meinen Föhn! Das wäschst du dir erst einmal aus, Gabi, ja? Kannst dir ruhig Zeit lassen. Gabriele? Wir haben beschlossen, dir noch eine Chance zu geben. Heißt es, ich soll bleiben? Ja. Kommst du, Doris? Gabi. Das Geld. Das war ich. Das habe ich genommen. Das habe ich schon die ganze Zeit gewusst. Warum hast du nichts gesagt? Wer hätte mir denn geglaubt? Du. Gabi. Tut mir leid. Lieber Konstantin. Lieber August. Eigentlich bin ich sauer auf dich. Ich weiß nicht, was du hast. Es sind schon mehr als 5 Monate und du hast noch immer nicht geschrieben. 2 Briefe habe ich dir schon geschrieben. 2. Ich habe nicht mehr offiziell Hausarrest, aber weg darf ich nur selten. Meistens hocke ich daheim. Das Heim könnte schlechter sein.
Nur geht alles nach der Uhr. Zack, zack. Ich spiele jetzt oft Tischtennis. Ich bin schon ganz gut. Der schöne Friedrich hat viel dazugelernt, aber ein Ersatz für dich ist er nicht. Mit meinem Bewährungshelfer. Du hast ihn vielleicht bei Gericht gesehen. Das letzte Spiel war immerhin ein Unentschieden. Komm mich einmal besuchen. Mach's gut, viele Grüße. Halt die Ohren steif. Dein August. Dein Konstantin.